Grüß euch, wieder zurück bei Wolfenstadt, die Old Blood. Und weiter geht's, wir haben gerade so eine Schleichpassage mit einem Dicken hinter uns. Da haben wir wieder Büdel, wer bist du? Ist das der Totenkopf als ein Junger? Möglicherweise, wer weiß. Kurzen Prozess mit den Freunden. Wo kommt man da hin? Ah, okay, da ist jetzt das Tür, wo ich ursprünglich rein wollte. Unten. Gut, gut. Ob es ja auch irgendwelche guten Bücher gibt? Ich sollte wirklich mal wieder was lesen. Ist ein Hund? Das Buch steht auf dem Kopf. Vielleicht ist euch auch Absicht. Ah, Kollege, servus. So brutal. Mit seinem Ofen. Nein, nicht mit seinem. Mit seinem Wasserrehrl. Was haben wir da Feines? Oh, eine Geheimtür. Wir haben einen geheimen Gang gefunden. Oh, was haben wir denn da Schönes? Woran erinnert mich das jetzt gerade? Keine Ahnung. Wer es weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Ich glaube, irgendwo, ich kann es nur momentan nicht zuordnen. Aber ich denke, auch ein Easter Egg, so wie es ausschaut. Alas, poor Yurik. Oops. Yurik. Ist das vielleicht irgendein Bezug mit dem? Nein, ich kann es momentan nicht zuordnen. Da wieder was, wo wir drauf drücken müssen. Was haben wir da? Ist das die Greta? Nein, keine Ahnung. Okay, dann schauen wir jetzt einmal da in den Gang rein. Oh, ein geheimes Zimmer mit massig Zeug. Was nutzt man das, wenn ich eh alles voll habe? Gold nehmen, Rüstung nehmen und den Rest müssen wir wieder zurücklassen, oder? Weil weiter geht's ja da auch nicht, oder? Nö, gibt's einen Plan? Das war's. Okay, eine Hidden Area. Was steht denn da, wenn man da einen Plan schaut? Oh, passt. Gut. Granaten, hab ich schon voll. Ein Locus. Da vorne sind Hunde, glaube ich, oder? Ja, wenn es rot wird. Ich möchte jetzt aber diesmal, mit dem Messer das, glaube ich, machen. Das ist, glaube ich, ein bisschen humaner. Ja, da macht er das nicht gar so brutal wie mit den Röhrl. Ich meine, es ist das auch brutal und nicht leiwand, nicht? Oh, da steht der Nächste. Sollte dieser Kamin nicht schon letzte Woche repariert werden? Aber mit dem Messer. Nein, er nimmt wieder das Röhrl. Ja, er macht es nicht mit dem Messer. Da haben wir einen nächsten Locus. Klopapier. Alles maxed out. Da ist wieder was zum Lesen. Oh. Medizin. Und was hat er gesagt? Kamin. Na, das sieht man sehr offensichtlich. Ja, das ist noch mein Problem im Waffenrad. Schon wieder Signale. Das heißt, schon wieder mal schleichen. Also schleichen gibt's da schon sehr viel. Vielleicht kann man die wieder erkennen. Einer ist da links hinten und einer ist... Ah, da vorne stehen wieder zwei. Da drüben auch irgendwo einer? Nö. Wie kann man so etwas überleben? Mit einem Willen aus Stahl. Wo sind denn die? Die sind hin.
so brutal mit diesen. Oh! Naja. Jetzt ist er dumm gefallen. Egal. Machen wir Radar. Oh. Der muss aber jetzt neben mir gespawnt sein, der Freund. Ah, Kommandant. Ich habe einen Kommandanten gesehen, glaube ich. Ist der da rauf, rennt der Kommandant? Ja. Da ist gleich ein Kommandant. Ja, der erste ist gefallen. Da ist der zweite. Alarm ist vorbei. Und wie mir das wurscht ist, dass du die Position... Oh, 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 oh. Ich habe ihn gesehen. Du auch? Oh, wieder leise. Ja, ganz schön heftig. Gut, 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 gut. Doch keinen Dunst, wo ich... Ja, da war ein blauer Punkt. Ich dürfte richtig sein. Bin dazu jetzt relativ durchgerannt, weil ich ja da jetzt einfach... Keine Ahnung, schauen wir da noch einmal runter vorher, ob es da irgendwas gibt oder ist das jetzt ganz ein weiter Weg und keine ganz schlechte Idee. Ah, da sind wir wieder herunten. Naja, gibt auf alle Fälle mal schön was Feind, vom Feinsten zum Einsammeln. Rüstung, alles voll, Munition, das schaut auch gut aus, dann würde ich sagen. Halten wir uns nicht länger da auf. Hoppa, geht's da hin? Helme, ich bin voll. Gesundheit, kann ich mich noch ein bisschen overpowern. Und da müssen wir eh hin, weil da habe ich auch den blauen Punkt schon gesehen. Das Universalwerkzeug, das Wasserrohr. So, wenn wir da jetzt wieder einen auf Schleichen machen, oder? Jetzt kommen nochmal keine Kommandanten, das ist ja schon mal was wert. Gibt sicherlich jetzt irgendein... Ah ja, so eine Mauer gibt's da. Na, brechen wir es einmal auf, das Mäuerchen. Oh. Ah, glaube ich, habe ihn gesehen. Ja, komm, was war das? Das, ne? Hinfort mit euch, Schweinebäuchchen. Fail. Ah, die Steuerung. Ja, bleib doch da in der Mitte stehen. Ah, da ist er, die Mistkröte. Nicht gut. Das war's schon wieder. No cool. Jo. Oh, blauer Punkt. Sehr gut. Ist da noch irgendwo was? Was
So finster gibt's da nichts. Gut. So, wo war denn das jetzt? Da vorne. Gut, blauer Punkt. Oh, scheiße. Schaut mir das wieder nach Schleichen aus. Ja. Ja, na freilich. Schleicherei 2-3. Also Schleichen gibt's da schon sehr viel, muss ich sagen, ehrlich jetzt. Oh, der Dicke, na, na, oh, das auch noch. Na, super. Darauf. Aha, scheiße. Einmal lade ich nicht nach. Habe ich auch schon den Arsch offen. Da ist doch irgendwas. Wo renne ich denn da ständig vorbei? Munition. Ja, was ihr nicht sagt. Jawohl, ein bisschen konzentrieren, dann geht das schon. Aber diese depperten Kommandanten sind da noch immer irgendwo. Ja, geh schneller rüber! Ja, das war jetzt, naja, kann man nichts machen. Ich habe mich voll rechts rüber, aber der hat nicht nachfahren können. Vielleicht muss ich es mal ein bisschen empfindlicher einstellen. Aber ich habe jetzt offenbar noch einmal die Chance, da das Ganze schleichend zu machen. Das werden wir doch gleich ausnutzen. Der ist rechts gekommen, der Dicke. Ah ja, Waffen. Was bin ich denn jetzt für unfähig? Müsste eigentlich da vorhin schon Kommandant sein. Jawohl, da ist er ja schon. Dann mal der Erste. Solange mich nicht wieder ein Dicker überrascht. Habe ich den jetzt gesehen? Kann es aber nicht sein, oder? Da ist er. Mit ein Trupp ist unterwegs, Kommandant. Was hast du denn? Na, Alter, der hat noch einen Befehl ablassen können. Nein, hat sich schon übrig. Bewegung, schnell! Oh ja. Ja, ja, und wieder die falsche Waffe. Ich weiß nicht, warum er ihm... Gut. Okay. So, hat der... Ja, so eine Munition brauche ich wieder ein bisschen. Handgranaten könnte ich ruhig viel mehr schießen, weil da gibt es wirklich genug. Mit dem muss man nicht geizen. Wieder so ein hübscher.
Und? Wie kriege ich das auf? Gibt's da irgendwas? Ah, da geht's weiter. Looks like a room at the other side. Okay. Ist das irgendeine Drehtür? Was ist, wenn ich da drauf schieß? Nö, das wäre auch zu einfach gewesen. Wieder ein Buch. Wenn man zuerst den Hinweis kriegt, dass man mit Büchern Geheimtüren schalten kann, oder du da? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich werde auch jetzt nicht zu viel Zeit investieren und da einen Geheimgang zu suchen. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Gut, wo muss ich denn jetzt wieder hin? Da war der Kommandant. Ah, da speichert er jetzt wieder. Das heißt, da ist jetzt ein Speicherpunkt gerade gewesen. Damit hoffe ich doch stark, dass ich dann in der nächsten Aufnahmerunde auch hier wieder rauskommen werde. Lassen wir uns überraschen. Erfahren werden wir es in der nächsten Folge. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch.